Ich bin der Sepp, ich habe Dieter gelernt auch. Heute steht auf dem Programm Kokospuzzle. Sepp ist Bäcker und Konditormeister im Ruhestand und hat fast 40 Jahre lang den Bäckereibetrieb seiner Eltern weitergeführt. Er bäckt natürlich in Konditordimensionen und zeigt dir heute, wie man 1,6 Kilogramm Kokospuzzle macht. Wir wägen heute nicht so mit diesen schönen Schüsseln. 700 Gramm Kristallzucker werden mit dem Eiweiß von 13 mittelgroßen Eiern vermischt. Die Masse eine Minute lang gut verrühren und danach 10 Minuten im Wasserbad köcheln lassen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Ich war in Wien in der Berufsschule. Da haben wir ja, sehr bekannte Lehrer gehabt. Das war dann das Problem, da müsste man ein Baiser vorführen, also Baiser dressieren. Und da waren vier Lehrlinge von der Konditorei AIDA. Das war, man weiß ja, was das ist, nicht? Das war das Problem dann, dass dann der Lehrer gesagt hat, zu den vier, ihr von der AIDA kennst das nicht, oder gesagt, ich hat er zu mir gesagt, hat auf mich gedeutet, hat er gesagt, der kommt aus einer kleinen Quetschen, der kann das. Aber er hat natürlich nicht gewusst, dass ich das schon als Schüler geübt habe. Die 10 Minuten lang durchgehend umrühren, so lange, bis sich der Zucker langsam vollständig aufgelöst hat. Hier nicht hetzen und ruhig Zeit lassen. Da haben wir Überbleibsel, ne, aus der aktiven Zeit. Ne. Das aber sehen wir, was fast mein Alter erreicht. Keinen Decker verschenken. Ne. Die fertige Masse kommt jetzt in eine Rührschüssel, ein halbes Kilogramm Kokosett, also Kokosraspel, dazugeben und danach alles 3-4 Minuten lang gut durchrühren lassen. Und das ist eigentlich der kritische Punkt, dass also es muss weich sein und trotzdem Konsistenz, muss irgendwie cremig. Jetzt kommt noch ein Esslöffel Honig dazu und Sepp überprüft die Konsistenz. Die Masse soll kompakt auf einer Teigkante halten und wenn du diese kippst, soll sie von alleine nach unten fallen, also nicht kleben bleiben. Dann ist sie perfekt. Wenn die Masse zu dick ist, kannst du etwas Eiklar dazugeben, um sie dünner zu machen. Ist sie zu flüssig, kannst du es mit mehr Kokosett ausgleichen. Jetzt wird die Masse in einen Spritzsack mit großer Tülle gefüllt und gleichmäßig auf ein Backpapier gespritzt. Und jetzt ist die Masse auch noch warm, ne? Die Masse, wenn sie abkühlt, wird es wie immer schwieriger zum Dressieren, ne? Ein Keks soll ein bisschen dunkel sein, dann hat er einen ganz anderen Geschmack, ne? Also wie so ganz bleiche Keks. Den Ofen auf 160 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Sepp macht seine Hände mit Wasser nass und drückt dann alle Kokosbusserl leicht nach unten, dass sie eine gleichmäßige Oberfläche haben. So werden sie gleichmäßig knackig und verbrennen oben nicht. Jetzt kommen die Kokosbusserl bei Ober-Unterhitze 160 Grad für 20 Minuten in den Ofen. Ja, 20 Minuten. Also nicht so, wie es oft heißt. 7 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten. Das spielt nicht, ne? Das ist dann nur Flämmung. Wie lange sind die halten? Bis gegessen sind. Ja, ich meine, das ist dann der Parameter. Wenn sie schnell weg sind, ist ein gutes Zeichen. Ne?
So, wir werden das Spiel beenden. Nach 20 Minuten sind die Makronen fertig. Wenn sie an der Oberfläche gleichmäßig eingerissen sind, sind sie perfekt. So schaut es aus, wenn sie fertig sind. Ich wünsche euch beim Nachmachen gutes Gelingen und auch, dass euch so schmeckt wie uns. Sepp und seine Kokosbusserl sind fantastisch. Guten Appetit! Abonnier meinen Kanal für mehr Rezepte.